Ihr wollt wissen, wo dieser Bahnhof steht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ihr seht da diesen wunderbaren, schönen, langen Strahl. Das ist unser Uran. Da wollen wir hin. Das wollen wir jetzt quasi schon mal anpicken, aber noch nicht rausholen. Und gleichzeitig wollen wir da einen Bahnhof hinsetzen, denn ich habe diesen ganzen Weg bis dort hinten schon so weit fertig gemacht, dass wir da hinten, wie versprochen, nur noch die Spirale bauen müssen. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann machst du den Weg schon so weit schon mal fertig, guckst mal, wo das ist. Ich bin davon ausgegangen, dass es in der Höhle ist. Aber, nö. Oh, ihr seid wieder da. Cool. Moment. Ich hatte hier, ich hätte schwören können, ich habe hier ein paar kleine platt gemacht, aber. Ja. Irgendwas backt hier ein bisschen rum. Das macht mir ein bisschen Angst. Weil das sind typischerweise jetzt auch noch die Großen. Ich mag die Großen so gar nicht. Ja, das war's. Okay. Was schön ist, wir können von hier oben aus... Ja, geh mir doch nicht auf den Nerv hier. So. Wir können... Ja, komm, wir legen ihn in die Richtung. So. Relaying message. Hello, this is Paternal Figure. Oh, hi. I think you know you can help to find the cure. Doctors say that the only remedy is... Den Sprung schaffst du nicht. Sei Dank. Sei Dank habe ich nicht gelogen. So. Also, wir haben da unten unser Uran. Was brauchen wir denn davon? 480. Da müssen wir gucken, was wir noch machen. Boah, geht mir das hier in der Ecke auf den Zwirn, aber ich weiß nicht, wo soll das sein, was du haben willst. Also ja, das ist eine schöne Schnecke, aber... Ja, ist auch eine schöne Schnecke, aber wo ist das, weswegen du mir auf den Sack gehst? Egal. Wir machen jetzt erstmal hier die Fläche zu. Und setzen uns dann, habe ich mir nicht schon alles geholt, den Bahnhof hin. So, wobei eigentlich möchte ich erstmal Frachtplattformen haben, 4 Stück. Ist einer mit. Ja, das ist mir klar, aber. Warum? Hä? Sag mir nie, ich muss erst den Bahnhof setzen. Ja, okay, ich muss erst den Bahnhof setzen. So, den Bahnhof möchte ich gerne so haben, dass er schön hier vorne an diese Kante geht, hier mittig bleibt, weil dann kann ich das schön mittig da lang legen. So, ich hoffe, habe ich den jetzt richtig rum? Ja, sieht so aus. So, dann habe ich mir gedacht, Prachtplattformen, genau. Wie sieht denn das hier aus mit dem Abstand? Habe ich da noch genug Platz, um... Könnte eng werden, oder? Ja, so einen Container kriege ich dann nicht. Ja, doch, ich lasse mir was abfallen. So. Das ist das, was ich hier als Bahnhof haben möchte. Ich könnte natürlich hier hinter noch welche setzen. Denn ich möchte hier den Spaß reingehen lassen. Und hier kommt auch mal die Schiene lang. Also quasi von da aus geht die Schiene bis hier hinten. Wobei, das können wir noch ein Stückchen. Wir haben ja noch ein bisschen Platz hier. Den nutzen wir auch. Alter, ich muss 3x3 haben. 2, 3, ja, bis dahin. Dann gehst du da rum.
bis dorthin und passt das jetzt mit dem Anschluss gar nicht. Haha. Das ist ja praktisch. Das habe ich ja gut gemacht. Kriegen wir dich von da dort angeschlossen? Nein, den willst du schon mal gar nicht haben. Er macht nichts. Dann packen wir dich dorthin. Oder nee, besser. Wir müssen das besser andersrum machen. Wir brauchen Schiene. Hallo, Schiene. Danke. 3 hoch. 1, 2, 1. Moment. Da ist die 1, da ist die 2, da ist die 3. Und dann wollen wir den Spaß hier hin. Das heißt aber auch, um das rumzukriegen, brauchen wir jetzt die 1, 2, 3. 3. So. Schiene. Ich hätte mir gerne ja, genau so an die Kante. Okay. Ich hätte mir gerne dort. So, jetzt müssen wir das diesen Bogen fertig kriegen hier, indem wir das wieder wegnehmen. Schöne Idee. Dann lassen wir den da vorne erstmal so ankommen. Machen wir das hier hin. Können wir mal gucken. So, dich wollen wir gerne in die Richtung laufen lassen. Machen wir ein Stückchen länger diesmal. Quasi eine komplette Schienenlänge machen wir hier mal. Schiene geht ganz schön lang. So. In der Hoffnung, dass das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wenn du jetzt nämlich da drüben dran gehst, das wäre mega. Ja, perfekt. Dann können wir das nämlich etwas ausbauen hier. Hier vorne machen wir zu. Dann hat sich aber auch meine Frage nach dem, klappt das wohl, erledigt, weil hier drauf. Okay. Bauen wir den hier hinten. Das heißt, wir können diese Reihe wegziehen. Das ist auch schön. Ich gehe aber trotzdem nochmal 2 hier raus, weil dann bin ich doch bestimmt da unten dran und kann sagen, ich hätte gerne Strom. Da drüben hin. Strom setzen wir einmal. Setzen wir ihn hier an die Ecke oder? Es gefällt mir nicht, dass der da durchgeht. Ja, müssen wir nochmal umbauen. So, wie sieht das mit dir aus? So, du bist nämlich der Stromlieferant für da unten. Dann wollen wir hier... Wollen wir Container hinsetzen. Da. Und zwar, das würde so nicht passen. Wir wollen. Wie machen wir sie denn? Ja, komm. Wir machen erstmal Autosave. Das sollte ich irgendwann endlich mal abschalten. Oder zumindest umschalten. Ja, 30 Minuten oder so. Also, wenn wir den jetzt hinstellen, dann muss der so laufen, dass der alles da reinpackt und in den anderen. Nee, wir gehen anders. Wir gehen etwas anders vor. Genau. Oh, komm, mach ihn ja. Irgendwann bist du auch mal fertig. So. Wir fangen hier an und setzen als erstes nämlich einen
Splitter. Direkt davor, der soll den Eingang... Wo hat denn der den Eingang? Mhm. Den Eingang dahin setzt, das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Okay. Dahin, dahin. Nochmal Eingang hier, wunderbar. So, dann schnappen wir uns den... Falsch, den Kollegen, den Container. Setzen ihn hier vor. Stellen fest, dass wir ihn gar nicht so nah dran kriegen, wie ich dachte, ne? Ja, weil da würde es passen, aber das haut nicht hin. Wenn ich dich jetzt noch ein bisschen zurück gehen lasse. So. Ne, dann ist das besser, wenn wir den einfach zurückziehen. Also das ist die Höhe, die wir brauchen. Richtig? Weil dann können wir dich auch näher ransetzen. So. Das sieht gut aus. Dann nehmen wir dich weg. Nehmen dich. In der Mitte raus. Und der Spaß geht. Okay, den Spaß habe ich nicht dabei. Was habe ich denn dabei? Ah, es wird wieder schwierig mit dem Updaten. Das lassen wir lieber. Also, was wir machen, wir packen hier alles rein, was wir können. Da hole ich mir nachher nochmal die Allklapp-Dinger. Dann kommt der Lift von unten hier rein. Das Ganze wird verteilt auf die beiden und geht dann in die beiden Räume rein. Das heißt, es kann immer laufen. Ja, das passt. Okay, wir haben hier den Bogen. Wir machen uns Signale. Da. Was macht hier Sinn? Blocksignal. Wir haben keine Verzweigung. Nee, so auf der anderen Seite. Wir haben keine Verzweigung. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Achso, da kann ich nicht, weil es noch keine Schiene drin. Schiene. So, dann latschen wir mal bis hier vorne. Da ist Ende. Und ein weiteres Signal, damit uns der Zug nicht irgendwo hängt. So, wie nennen wir den ganzen Spaß denn hier? Nukazuga. Das ist aber out. Nukazuga out. Klingt gut, oder? Warum hast du das out nicht übernommen? Da. Nukazuga out. Passt doch. War Blocksignal jetzt richtig? Weil das bildet jetzt zusammen einen Block. Ne? Jo, das sieht gut aus und der weiß noch nicht Bescheid, weil das geht ja jetzt erst nach hinten. So, wie mache ich das jetzt? Ziehe ich den nach hinten und mache dann auf dem Rückweg den anderen? Weil ich muss ja definitiv nochmal hier hin, um da unten anzuschließen und überhaupt. Deswegen, ja, machen wir so. Wir ziehen erstmal nur den. Ich möchte hier zwei Züge fahren haben. Weil ich das Gefühl habe, das sollte passen. Ich hoffe, ich habe genug von dem Shit da dabei. So. Brauche ich da jetzt noch mehr Signale als in den Bahnhöfen? Eigentlich ja nicht. Ich würde trotzdem
Das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich am Ende machen kann. Warum gehst du bis dahin? Ich will dich, wenn man bis da haben. So. Jetzt sind wir hier angekommen. Und wir wollen, dass du hier weitergehst. Von da aus. Habe ich dich mittig? Ja, habe ich. Gott sei Dank. Oder? Habe ich nicht. Verdammt. Wir wollen. Ich weiß nicht, was das mit dem... Okay, wenn ich da ansetze, sollte gehen. So, jetzt habe ich dich definitiv mit dich. Einmal weglaufen. Bis dahin. So, den haben wir. Das ist schon mal ganz gut. Das gleiche Spiel haben wir nachher nochmal hier, da könnte es nochmal ein bisschen interessanter werden. Aber das schaffen wir. So, wir können weiter. Dort hinten habe ich auf jeden Fall schon mal für die Spiralen angebastelt. Da unten ist direkt wieder Stress. Zwar keine Ahnung, wo die Kollegen... Oh? Wo war ich denn jetzt mit der Maus? Uiuiui. Bei mir war gerade das Spiel weg. Das war jetzt nicht so schön. Ich fühlte mich ein bisschen lost. Nee. Ups. Und weiter geht's. Das ist Gott sei Dank nur eine sehr gerade Strecke. Verstehe es noch nicht so ganz, aber macht ja nichts. Hätte eigentlich gedacht, dass ich immer die gleiche Länge habe, aber das scheint irgendwie nochmal so ein Einzel weniger. Ne? Das müsste eigentlich hier passen, aber ne, einen zurück. Aber warum? Egal. Könnte ja tatsächlich, also Material dürfte ich theoretisch genug haben, sofern ich mit den Schienen hinkomme. Hier. Also die sind gerade quasi das, was mir am meisten den Spaß da frisst. Wobei auch die, wie heißt das? Ja. Die Bahnhöfe essen da auch nochmal ein bisschen was, aber das ist halb so wild. Rohre ja, für alles zusammen mit Zug und Bahnhof und hast du nicht gesehen? Ich renne mal 70. Ja, und ich glaube, ich habe hier auch irgendwo da hinten in dem Container noch was rumliegen. So, wo bist du? Warum? Ja, dann gehen wir halt wieder dahin. Warum passte der jetzt da nicht rein? Egal. Auch hier. Ein zurück geht wieder, aber... Nee. So, da vorne sehen wir auch schon die beiden Ausflügler. Ich befürchte ja, die Art und Weise, wie ich den Spaß gerade baue, sorgt wieder dafür, dass ich, wenn man von oben guckt, einen riesen Penis habe. Aber, mein Gott, irgendwas ist ja immer. Im Moment könnte es aber auch mehr an eine Gebärmutter erinnern. Oder zumindest an die Eierstöcke. Wunderbar.
Mein Kopf macht komische Sachen. Denk da bitte nicht drüber nach. Dann noch sieht es nicht ganz gut aus. Ist halt die Frage, wie viel Schiene brauche ich wirklich für die Spirale? So, das ist das, was ich hier haben wollte. Jetzt gucken wir, wie machen wir das am besten? Also das soll sich hier so schön langsam runter spiralisieren. Hab ich da unten oder gehe ich besser? Ich glaube, ich gehe besser drüben. Die Nummer mit dem, wir holen die Ressourcen hier, diese dort, erst hoch, bevor wir in die Fabrik, die hier unten drunter ist, holen, wäre ein bisschen Quatsch. Das habe ich erstmal verworfen, weil hier ist Fläche, die können wir noch nach da ein bisschen ausweiten, in die andere Richtung. Also wir haben hier massig Platz und noch nach oben genug Platz. So, ziehen wir doch mal hier weiter. Deswegen, das wäre eine Quatschgeschichte. So. Okay. Ich glaube, den Weg zurück, den bastel ich ohne euch. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich die Spirale geplant habe. Ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder hin. Denn das Ganze geht mit Beton, das ist Quatsch. Wir brauchen die Kollegen und zwar die einfache Doppelrampe. Hatte ich jetzt gesagt, das geht hier direkt. Nee, das geht hier so runter. Und zwar 3 Stück. Dann haben wir den Kollegen und gehen dann in dem Fall, ne, na komm, 5, einen noch, bitte. Ja, Maus bewegt dich, danke, 6. In die Richtung, dann nehmen wir uns wieder den Kollegen. Gehen wieder 6 in die Richtung. Wenn ich das jetzt richtig habe, schließen wir quasi hiermit ab. Oder fast. Stimmt, ich musste das einen weitermachen. Also wir haben einen kleinen Abstand. Hier. Nein. Wir wollen dich runtergehen lassen. Auch wieder 6. Also, ne, ab jetzt wiederholt sich das quasi. Immer 6 Stück. Einen solchen. Und wieder 6 Stück. So. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, kann ich hier hochlaufen. Kann mir dort die Schiene nehmen, an die ich nicht rankomme. Ich könnte auch mal das hier. So. Ansetzen. Und jetzt muss ich hier auf die Mitte. Das ist 1, 2 und da ist 3. Jetzt fängt es an zu rechnen. Genau. Jetzt haben wir den hier. Jetzt nehmen wir den wieder. Setzen ihn an. Gehen hier runter. 1, 2 und einmal dann vorbei. Auf die Nummer 3. Und schon kriegen wir eine wunderschöne Spirale hin. Hier noch ein Stückchen. Und hier geht's weiter. So. Und das
ist jetzt das, wie wir das durchziehen. Bis unten. Das würde ich aber auch ohne euch machen, weil, ich sag mal, das ist ein Stückchen. Und das müsst ihr euch nicht mit antun. Das ist, glaube ich, zu stupide und zu lange Arbeit. Als dass ich das vom Zuschauen her lohnen würde. So, haben wir denn sonst noch irgendwas? Also wie gesagt, das ist hier, könnte man jetzt noch überlegen. Wie ist das eigentlich? Ist das hier? Nein, aber man könnte den, dann hat man hier so eine kleine Stütze dran. Sieht vielleicht auch ganz nett aus. Dann hält das wenigstens. Wie sieht das hier aus? Ist ein bisschen schwieriger. Aber das kann man dann wiederum mit einer Stütze hier drinnen machen. In so einem Walkway. Den müssen wir sowieso noch ein bisschen schöner machen. Die Löcher sind auch noch ein bisschen gefährlich hier vorne. Ja. So wird das jetzt weitergehen, bis wir unten sind. Und gegenüber auf der Seite geht es halt wieder genauso runter. Beziehungsweise, ja, in dem Fall da hinten runter und hier geht es eigentlich rauf. Und dann geht der Zug in die Richtung wieder zurück. Holt sich den Shit. Mal gucken, ob wir mit zwei auskommen oder ob wir drei brauchen. Jo. Das ist doch eigentlich, das klingt doch so, als hätte ich einen Plan. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit, macht es gut, Käffchen.